Grüß dich und herzlich willkommen bei 1000 PS TV. Wir haben dem Avon Supersport 3D auf der Super Duke R 1390 und auf einer MTL9 über 3000 Kilometer auf den Zahn gefüllt. Was kann der Reifen? Bleibt dran und findet es heraus. Ja, ich habe schon erwähnt, der Avon Supersport 3D hat uns jetzt über eine Saison begleitet auf zwei verschiedenen Motorrädern. Zum einen auf unserer Dauertesterin, die hier vor mir steht, die Super Duke, die ihn sozusagen an seine Belastungsgrenzen gebracht hat oder auch nicht, das werden wir in den Statements herausfinden. Zum anderen hatten wir ihn auf der MTL9, also einem klassischen durchschnittlichen Naked Bike. Gleich vorweg, es gibt ihn in verschiedenen Größen, natürlich hinten von 160 bis 200 und vorne gibt es ihn nur in 120, 70, 17, ist eben ein sportlicher Reifen aus dem Hause Avon, ist jetzt schon etwas länger am Markt, wir haben ihn uns aber noch nie angeschaut und das ändert sich eben mit diesem Videobeitrag. Ich sage immer, wir haben ihn uns angeschaut, wer ist denn das? Ich bin damit gefahren, der Max ist damit gefahren, der Martin Bauer ist damit gefahren und der Klaus Grammer, unser Instruktor auf der Rennstrecke, ist damit gefahren und all diese Stimmen werdet ihr in diesem Video hören. Ich habe schon gesagt, es ist ein sportlicher Reifen, der Supersport 3D. Er hat aber eine Dual-Compound-Mischung, das heißt, wir haben auch einen Silica-Anteil dabei, fährt sich auch in Nässe in Ordnung. Und damit möchte ich jetzt aber eigentlich schon mitten in die Eindrücke kommen. Eine wichtige Info gebe ich euch aber vorab noch mit und das ist der Preis. Wir haben als Referenzreifen, ich nehme immer gerne den Bridgestone S22 bzw. S23 jetzt, weil der in der Klasse einfach vorherrschend war. Und da liegen wir mit dem circa ein Drittel drunter. Also ich habe mich schlau gemacht, Vorderreifen kommt circa auf 100 Euro, der Hinterreifen auf 160 Euro. Also Preisstand ist jetzt August 2024, da gibt es einige am Markt, die deutlich teurer sind. Und wie gut sich der Avon jetzt schlägt, werde ich jetzt einmal zuerst mit dem Klausi Kramer auf der Rennstrecke besprechen. Jetzt haben wir sicher 30 Grad schon, Juli bei Neuring sicher herausfordernd. Wie hat der Reifen das weggesteckt? Ja, absolut, sehr überzeugt davon. Mit Avon habe ich keine guten Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit, das ist allerdings schon sehr lange her. Was wir vom ersten auf den zweiten Türen geändert haben, ist der Luftdruck. Ich habe den Luftdruck ein wenig angepasst, jetzt hinten bei der Hitze auf 2,3, 2,2, 2,3. Und das hat unheimlich viel ausgemacht. Also 2-3 Zehntel Unterschied ist ein unheimlicher ein Benefit. Auf das muss man aufpassen, aber der Reifen war ansonsten war sehr super. Also steckt auch nach der Anreise auf Achse wahrscheinlich ein, zwei Turns auf jeden Fall weg, je nach Hitze, ne? Nein, absolut. Also ich glaube schon. Was wir bis jetzt sagen können, jetzt haben wir drei Türen zusammen, schaut aus wie neu. Ich würde sagen, der eignet sich auf jeden Fall, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Und heute ist es wirklich heiß. Und es ist überhaupt kein, jetzt haben wir am Schluss probiert, eine Runde weg schneller fahren. War wirklich okay. Okay, habt ihr das gehört? Selbst in der Serienkonfiguration ist bei der MTL9 einiges möglich. Die Angstnippel, die langen, könnte man ja unten auch noch wahrscheinlich wegnehmen. Aber dann wird es halt gefährlich, weil wenn man dann aufsitzt. Naja, nicht nur die Angstnippel, es ist auch so, dass die Zehen zum Streifen anfangen dann in der Schrägler. Gell? Die Angstnippel sind mir nur wurscht, aber die schurken dann auch hin. Nicht? Genau, na, das wollen wir nicht. Klausi, danke für deine Eindrücke. Soweit zur MTL9 auf der Rennstrecke. So, jetzt wisst ihr, wie er sich auf der Rennstrecke schlägt und damit schlage ich die Brücke zu unserem nächsten Experten, zu Martin Bauer, der ihn auch auf beiden Fahrzeugen bewegt hat, den Supersport 3D. Und der nimmt euch ein bisschen mit in die Tiefe. Bevor wir ein genaues Statement über den neuen Avon 3D Supersportreifen hier abgeben, wäre es gut, wenn wir uns vielleicht kurz zuvor mal die Unterschiede anschauen. Wo sind die Änderungen im Vergleich zu den anderen bekannten Reifen, wie zum Beispiel dem Bridgestone S23, der ja auf vielen Fahrzeugen als Erstausrüstung schon drauf ist und wir aus Erfahrung wissen, dass der eine gewisse Benchmark gerade auf den Naked Bikes, wie wir es hinter uns stehen haben, darstellt. Was wichtig ist, gerade bei so Naked Bikes, die gerne in das Überhandliche und Nervöse gehen vom Fahrverhalten her, die brauchen einen Reifen, der eine gewisse Ruhe zurückgibt und eine gewisse Eigenstabilität mit sich bringt. Und da muss ich sagen, hat uns der Avon wirklich positiv überrascht, der da ein sehr gutes Bild abgegeben hat. Aber bevor wir genau auf das dann noch zu sprechen kommen, schauen wir uns vielleicht die Unterschiede im Vergleich zum S23 aus dem Hause Bridgestone einmal an. Wie unterscheiden sich die? Wenn ich mal
den Avon und den Bridgestone beide heranziehe, fällt einem auf, besonders im montierten Zustand, das sehen wir hier natürlich jetzt nicht, weil unmontiert haben sie immer ein bisschen andere Kontur, weil genau auf die kommt es eigentlich jetzt drauf an. Die Kontur beim Vorderreifen bestimmt maßgeblich, wie sich der Reifen verhält, wenn man beginnt einzulenken. Ihr kennt das vielleicht bei sehr überhandlichen Reifen, wo eben eine sehr spitze Kontur vorhanden ist, wo der Hersteller versucht, immer mehr Handlichkeit reinzubringen, leidet das Fahrzeug oft dann darunter, dass die Rückmeldung nicht mehr vorhanden ist, man teilweise in Schräglage gegenhalten muss und das bei Bodenwellen natürlich zu sehr viel Unruhe führt. Und da hat bis jetzt der Bridgestone immer sehr gut geglänzt, weil er eine sehr runde Kontur hat. Hier wirkt er ein bisschen spitzer, weil er noch nicht auf der Felge montiert ist, aber wir haben die beiden verglichen miteinander im montierten Zustand auf der Felge und da zeigen beide Reifen eine extrem runde und gleichmäßige Kontur und die hilft natürlich enorm dabei, das Einlenkverhalten sehr neutral zu gestalten. Und das ist bei beiden Reifen sehr gut. Der zweite Punkt ist, nicht nur die Kontur zu betrachten, sondern wie behält der Reifen diese Kontur unter Belastung bei. Durch die Belastung ändert sich die Kontur des Reifens natürlich, weil er sich ja platt drückt an der Auflagestelle. Ist je nach Luftdruck einmal mehr, einmal weniger. Und was da einen massiven Einfluss hat, ist die Karkasse selber. Wie steif ist die Karkasse? Und da haben wir beim Bridgestone, oder da geht Bridgestone den Weg, dass man hier sehr steife und konturerhaltende Karkassen baut. Man sieht es, wenn man hier mal drückt, er gibt schon einen gewissen Bereich nach, ist aber relativ stabil, besonders im Flankenbereich. Also das ist überhaupt extrem stark und das ermöglicht den Reifen gerade in Schräglage in diesem Bereich sehr viel Stabilität und Rückmeldung zu geben. Avon geht hier einen ähnlichen Weg, also wir sind hier ähnlich stabil und von der Stärke der Konstruktion auf gleichem Niveau. Hier in der Flanke sind wir ein bisschen weicher, aber man kann sagen, sie liegen da sehr stark auf gleichem Niveau. Wo sie sich ein bisschen mehr unterscheiden, ist im Profil selber. Beim Bridgestone haben wir hier eben deutlich mehr Konturen drinnen, mehr Profilanteil. Beim Avon haben wir hier etwas weniger, dafür sind die Schnitte etwas größer. Das hat alles so ein bisschen seine Vor- und Nachteile. Je weniger Schnitte ich habe, desto besser hält die Lauffläche ihre Position an der Karkasse. Je mehr Schnitte ich habe, desto mehr kann das arbeiten. Der Bridgestone verträgt das relativ gut, weil der aufgrund der Karkasse sowieso sehr stabil ist. Hier geht man ein bisschen einen anderen Weg, hier baut man die Karkasse etwas weicher, davor macht man die Schnitte vom Profil etwas weiter auseinander und dadurch sind die zusammenhängenden Segmente einfach größer und bieten wieder mehr Stabilität. Das ist sicher auch ein Grund, warum sich der Avon jetzt im Vergleich zu unseren Referenzreifen, dem Bridgestone, wirklich gut verhält. Also beim Einlenken haben wir gerade am Vorderreifen kaum nachteilige Situationen gehabt im Vergleich zum Bridgestone. Er ist sehr neutral und sehr einlenkwillig, ist nicht zu übernervös. Also man kann sagen, der Vorderreifen ist auf einem sehr ähnlichen Niveau wie der Bridgestone und das ist schon bemerkenswert, weil der Bridgestone so ein bisschen bis jetzt der Platzhirsch ist und ich sage mal, der Avon so nicht der Newcomer, Avon gibt es ja auch schon länger, aber vielleicht nicht ganz so bei den meisten von euch bekannt ist und deswegen glaube ich, ist es einmal eine interessante Geschichte. Das waren jetzt einmal die Unterschiede von den Vorderreifen und jetzt gehen wir mal zum Hinterreifen, wenn wir uns die anschauen und da sind die Unterschiede schon etwas gravierender. Beim Bridgestone haben wir wieder eine sehr runde Kontur, ähnlich auch wie beim Avon, also die Konturen zueinander geben sie nicht allzu viel. Die sind auf einem ähnlichen Niveau sehr gut gelungen und deswegen verhalten sie sich auch sehr neutral beim Einlenken. Wo aber jetzt ein großer Unterschied ist, ist bei der Karkassen, beim Karkassenaufbau. Wir sehen beim Bridgestone eine sehr stabile und steife Karkasse, so wie man es kennt vom Bridgestone, besonders hier wieder in dem Flankenbereich. Also hier gibt nicht viel nach. Wenn wir uns das jetzt beim Avon anschauen, sehen wir, dass der hier sehr, sehr weich gebaut ist von der Karkasse und auch im Flankenbereich, ich hoffe man sieht es, kann ich den relativ leicht zusammendrücken. Das hat jetzt folgende Auswirkungen, dass der Reifen eben beginnt etwas mehr zu arbeiten, zu walken, gerade
auf stärkeren Motorrädern, wie wir es hier stehen haben, auf der Super Duke, die sehr viel Drehmoment draufschickt. Man hat aber aufgrund des geringeren Profilanteils wieder aufgrund des Gummis etwas mehr Stabilität in den Reifen reingebracht und dadurch verhindert, dass das eine unruhige Geschichte wird beim Rausfahren, dass es ins Pumpen kommt oder so. Das haben wir hier beim Avon ebenfalls nicht und liegt somit, obwohl sie komplett unterschiedlich sind im Aufbau, doch auf sehr ähnlichem Niveau. Von der Gummimischung her geht man beim Avon dann etwas in härtere Mischungen, beim Bridgestone ist er etwas weicher. Der Avon wird aber in Belastung eine etwas größere Auflagefläche bieten und dadurch wieder das Gripniveau auf ein ähnlichen Niveau bringen. Um es jetzt im Fazit zu sagen, die Unterschiede oder wo kann man den Avon jetzt einreihen, im Verhältnis zu unserem Bridgestone muss man wirklich sagen, dass er eine sehr gute Figur gemacht hat. Er ist nicht nur vom Einlenkverhalten und vom Radienverhalten an sich auf sehr ähnlichen Level wie der S23, sondern auch vom Grip, gerade auf den Landstraßen, wo es teilweise bei uns sehr glatte Bereiche gibt, die eben aufgrund von Lkw-Spuren oder stark befahrenen Straßen das Bitumen teilweise rauskommt. Dort unterscheiden sich dann die Reifen im Grip oft sehr stark. Und hier, muss ich sagen, kann der Avon mit unserer Referenz den S23 unheimlich gut mithalten. Es ist nicht nur, dass er vom Grip her hier auf ähnlichem Niveau ist, sondern auch, wie gesagt, vom Einlenkverhalten. Gerade nur im Grenzbereich selber bei starken Beschleunigungen am Hinterreifen haben wir natürlich hier beim Avon etwas mehr Bewegung. Er ist vielleicht nicht ganz so letzten Endes präzise, wie es dann der S23 macht. Wird aber vielleicht nur der wirklich sportlich orientierte Fahrer die Unterschiede merken, weil eben der Reifen, wenn wir es vorher gesehen haben, in diesen Bereichen einfach deutlich weicher ist als die Bridgestone-Karkasse und hier für etwas mehr, ich würde nicht sagen Unruhe, weil Unruhe ist es nicht, aber nicht so ganz präzise arbeitet wie der Bridgestone. Wo Sonne ist, ist auch Schatten oder umgekehrt. Nur nachteilhaft ist das natürlich auch nicht, weil so weiche Konstruktionen bringen natürlich auch einen gewissen Vorteil mit sich, nämlich dass der Reifen eine bessere Eigendämpfung mit sich bringt. Man kann sich vorstellen, wenn der so nachgiebig in der Karkasse ist und man über Wellen oder Kanten drüber fährt, nimmt sehr viel von diesen Unebenheiten der Reifen schon selber auf und das Fahrwerk muss es nicht extra noch wegfedern. Deswegen eignen sich dann solche Reifen teilweise auch für Fahrzeuge, die ein sehr bockiges Ansprechverhalten haben vom Fahrwerk her oder unsensible Federelemente drin haben, kann der Reifen dann sogar auch vorteilhaft wirken. Für uns war es mal wirklich sehr spannend, die im Vergleich zu sehen, vor allem auf unterschiedlichen Fahrzeugen vom, sage ich mal, Durchschnitts-Naked-Bike von der MT09 bis zur Super Duke, die ja richtig Dampf und Power auf den Hinterreifen schickt, hat es eigentlich, glaube ich, eine gute Abdeckung gegeben von den Einsatzmöglichkeiten von diesen Reifen und auch Erfahrungswerte waren interessant. Was die Laufleistung betrifft, da können wir natürlich keine ganz genauen Angaben machen, weil wir jetzt die Reifen nie bis zum Schluss fahren konnten in der kurzen Zeit. Aber um hier ein bisschen eine Information euch geben zu können, können wir uns mal anschauen. Wir haben hier einen Gebrauchten, der hat jetzt 1800 Kilometer runter. Wir haben natürlich den Hinterreifen gewählt, weil der in erster Linie dem Verschleiß ja mehr unterliegt als der Vorderreifen. Die 1800 Kilometer waren aber nicht nur auf der Landstraße, sondern auch der eine oder andere Trackday dabei. Und man sieht schon, dass der immer noch im Vergleich zu einem neuen Reifen, ich halte vielleicht das so, dass man besser das Profil sieht, weiß nicht, ob man es erkennen kann, nicht allzu viel abgenutzt wurde. Also man kann schon sagen, dass der Reifen offensichtlich für zumindest 3.000-4.000 Kilometer auf jeden Fall hält. Und für sportliche Fahrweise ist es für einen sehr sportlichen Reifen, der sehr viel Grip bietet, so wie es der Avon hier liefert, ein super Niveau und absolut empfehlenswert. Generell kann man sagen, für wen ist der Reifen jetzt was? Mir hat das sehr überrascht, zum einen aufgrund oder gerade deswegen, weil er so eine weiche Karkasse hat, dass er trotzdem unheimlich stabil in der Kurve bleibt, sehr neutral ist und viel Rückmeldung gibt und zum anderen sehr viel Grip aufbaut. Generell kann man sagen, dass der Reifen, der Avon-Reifen jetzt
hinter unserer Referenz der S23 nicht viel hinterherhinkt. Wenn man berücksichtigt, dass er doch um einiges günstiger ist als viele seiner Konkurrenten, muss man sagen, ist Avon wirklich ein großer Wurf gelungen, den man uneingeschränkt eigentlich empfehlen kann, nicht nur für die Standard-Naked-Bikes oder Standard-Motorräder, sondern sogar bis hin zur Super Duke, die ja richtig Kraft und Drehmoment auf den Reifen schickt, hat der eine sehr gute Figur gemacht und mich auch sehr begeistert, muss ich sagen. Und somit, glaube ich, bereichert es damit unseren Reifen, unsere Reifenmöglichkeiten nochmals enorm und gibt uns eine interessante Option in unserer Auswahlmöglichkeit. Außerdem habe ich euch noch versprochen, dass der Max einen Senf zum Reifen geben wird und der ist jetzt dran. Du Max, wir laufen schon. Laufen wir schon, oder was? Liebe Zuseher, ich habe gerade Pause gemacht bei meiner Ausfahrt mit der KTM 1390 Super Duke. Und was macht man in der Pause? Man nimmt sich schnell den Motorex Quick Cleaner und poliert die Frontpartie, weil gerade so eine charakterstarke Front, die braucht natürlich auch Pflege und Liebe. Und ja, jetzt kann ich dann weitermachen. Aber vorher, bevor ich weiterfahre, erzähle ich euch noch was zum Reifen. Nämlich zum Avon 3D Supersport, ein Produkt, das ich dieses Jahr das erste Mal in die Finger bekommen habe. Ich muss gestehen, um die Marke Avon, aus welchem Grund auch immer, habe ich immer einen Bogen herum gemacht oder es war einfach nicht auf diesen Testfahrzeugen drauf, die wir in der 1000 Besser-Redaktion einfach so hingestellt bekommen. Ja, aber in jedem Fall war es ein Erlebnis. Und warum ein Erlebnis, das sage ich euch jetzt gleich. Der Reifen hat mich echt überrascht. Und zwar mit seiner Sportlichkeit. Ich bin den Reifen gefahren auf der Super Duke, auf der Landstraße und schon da habe ich diesen ersten Eindruck gehabt, okay, das braucht ein wenig, bis es warm ist, aber wenn es mal warm ist, dann ist das wirklich ein Sportreifen par excellence, der gibt gutes Feedback, schöne Transparenz, verhält sich relativ neutral, wenn du das Bike in den Radius legst und selbst wenn du es dann provozierst und mit einem kräftigen Motorrad wie der 1390 Super Duke viel Leistung ans Hinterrad schickst, selbst da reißt der Grip nicht ab. Also wirklich überraschend, wie viel mit dem Avon geht. An der Frontpartie ist es auch so, dass du ein wunderschönes, sattes Gefühl hast beim Einlenken, dass es auch auf der Bremse gute Transparenz und Stabilität einfach dir als Fahrer bietet. Und ja, es war ehrlich überraschend, wie viel dann im Ernstfall geht. Und das, wie gesagt, habe ich durch Provozieren auf der Landstraße versucht, aber dann auch in weiterer Folge mit der Yamaha MT-09 auf einem Trackday, den auch auf der MT-09 hatten wir den Reifen mal montiert. Und da war ich auf einer fordernden Strecke unterwegs. Da war ich am Red Bull Ring in Österreich und jeder, der den Red Bull Ring kennt, weiß, durch dieses viele Gas auf und plus brachialen Verzögern, was kurz darauf folgt, also der Ring hat relativ viele Ecken, wo du von sehr hoher Geschwindigkeit auf sehr niedrige Geschwindigkeit das Tempo reduzierst. Selbst da ist mir der Reifen nicht eingeknickt und ich muss auch sagen, mit der Leistung der MT-09 war es kaum ans Limit zu bringen auf der Rennstrecke. Also auch im Hochtemperaturbereich, muss man sagen, ist der Reifen sehr konstant, was seine Leistung betrifft. Ich habe immer damit gerechnet, nach 3-4 Runden, dass jetzt irgendwann mal so eine Schwelle kommt, wo der Reifen ein bisschen einknickt, wo er zu heiß wird, wo er das einfach nicht mehr handeln kann. Aber überraschenderweise muss ich sagen, selbst bei 50 Grad Asphalttemperatur kam das nicht so wirklich. Und ja, natürlich, irgendwann merkt man schon, dass das sich verändert im Fahrverhalten, aber das war sehr linear und berechenbar und niemals abrupt. Und da muss ich sagen, für einen Straßenreifen ist das schon eine wirklich feine Sache. Und im Speziellen muss man sagen, bei trockenen, sommerlichen Verhältnissen kann ich euch den Avon 3D Supersport wirklich empfehlen. Bin viel gefahren diese Saison, wie gesagt, mit den zwei Fahrzeugen und es gab irgendwie keine Situation, wo ich sagen müsste, da war was nicht so, wie ich es erwarte von einem High-Performance-Produkt. Wie gesagt, ein bisschen diese Aufwärmzeit, darauf stellt man sich ein, aber dann passt das wirklich vom Allerfeinsten. Aber eine Sache, die konnte ich nicht testen und das ist der Grip bei Nässe. Ich muss sagen, er hat relativ wenig Negativprofilanteil, es sind große Gummiflächen und angesichts der hochsportlichen Performance im Trockenen könnte ich mir vorstellen, dass es im Nassen kleinere Schwierigkeiten gibt, aber ich habe es nicht probiert. Vielleicht hören wir noch andere Kollegen, die da mehr Aussage treffen können. Auf jeden Fall von mir gibt es ein fettes Daumen hoch für den Avon 3D Supersport. Gut, summa summarum kann man sagen, der Supersport 3D hat sich nicht schlecht geschlagen in unserem Test. Er hat sich wirklich bewährt. Jetzt seid ihr in der Reihe. Schreibt es mir gerne unten drunter, ob ihr schon Erfahrungen mit der Marke Avon gemacht habt, welchen Reifen ihr auf welchem Motorrad fahrt, ob der Avon für euch in Frage kommt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel, als mich zu verabschieden und für die Aufmerksamkeit recht herzlich zu danken. Ciao!